So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Amerika Truck Simulator mit einer neuen Lackierung des LKWs. Jo, und ich würde sagen, wir fahren mit der neuen Lackierung, fahren wir heute ein Fertighaus. Jo, würde ich sagen, machen wir. Fertig zum Losfahren. Und das ist die neue Lackierung, Leute. NSB-Lackierung für America Truck Simulator. Von Stefan kreiert. Ich weiß nicht. Entschuldigung. Ich habe mich gerade verschluckt. Ja, das ist die neue Lackierung. NSB ist angekommen in America Truck Simulator. Jawohl. In Blau. Rot. Schwarz, Rot, Gold. Ja, Schwarz, Rot, Gold, genau. Jo, müsst ihr mal Kommentare rausgeben, ob es euch gefällt oder nicht. Die Kommentare müsst ihr aber nicht an mir geben, die müsst ihr an Stefan geben. Also mir gefällt die Lackierung. Wir hätten noch zur Auswahl eine weiße gehabt, also. Aber ich finde die bunte Lackierung finde ich eigentlich schöner. Ich bin gerade über dem Sportstein gefahren. Ich mag die bunte Lackierung. Kannst du sagen, was du willst. Also, wo ein bisschen Farbe drin ist. Die weiße könnten... Ach Gottchen. Wir müssen ja nicht so lange fahren, ne? Okay, gut. Ich zeige euch mal... Nee, hör doch mal auf. Ich fahre mal zurück. Guck in den Spiegel. Wir müssen gleich auf den Punkt sein. Ja. Ja, da sind wir. Nein, ich habe noch mal Gas gegeben. So. Da könnt ihr ja mal sagen, welche Lackierung eigentlich... Also mir gefällt die hier. Definitiv, die gefällt mir. Und zwar zeige ich euch mal noch die hier. Das wäre die. Also angepasst an unserem Fahrzeug, aber ich finde die andere eigentlich recht cool. Also ich mag die andere. Weil da ist ein bisschen Farbe drin und ja. Wenn euch natürlich die andere Lackierung besser gefällt, dann sagt Bescheid. So, jetzt müssen wir aber unseren Auftrag mal fahren. Hier ist aber ganz schön Verkehr. Ich schleiche mich raus. Vielleicht hält er da an. Ja, das ist schon mal gut. Wenn wir uns da rausschleichen. Wie es ein Realleben ist. Da ist der gut, lass uns doch mal raus. Junge. Jetzt. Boah, über Bordstein. Und ich mag halt den Sound hier auf America Truck Simulator, mag ich einfach den Sound. Ich finde ihn richtig geil. Und ich mag den LKW, den Kenwood. Den mag ich. Oldschool. Jetzt richtig bunt lackiert. Finde ich cool. Also wie gesagt, die Firma ist ein Amerika-Truck auch angekommen. Immer geradeaus. Mit mir. Mit dem Firmenlogo. Weil ich habe jetzt mittlerweile gehört, viele fahren gar nicht von unserer Firma America Truck Simulator. Habe ich gehört. Habe ich aber nur so gehört. Wo das America Truck eigentlich die besten Sounds hat, hört euch das doch einfach mal an hier.
links abbiegen. Gerade hier von den alten Kenwood hier. Der Sound, der ist der Hammer. Ui. Ich hab mich geguckt. Ui. Und der ist zu schnell. Ich mag den Kenwood hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Und wir fahren im Pferdschaus. Yeah. Biege nach rechts ab. Wir sind heile angekommen. So. War das Pferdschaus. Wir könnten auch noch was ist das? Was? Reifen. Nee, wir fahren ins Pferdschaus. Hat Pferdsch gemacht. Guck mal. Ach, und ich habe den Silvia nicht mal neben mir sitzen. Müsste ich eigentlich auch mal mit reinpacken, die Silvia. Genau. Die macht Urlaub. Die macht Urlaub. Schon seit Monaten. Böse Silvia. Wie kannst du Urlaub machen? Ja, die packen wir mal mit rein. Nehme ich nicht da. Die macht Urlaub. So, jetzt gucken wir mal aus. Pferdschaus. Könnte man doch eigentlich ein Foto machen. Ne? So. Ach, jetzt weiß ich wohl nicht, was hier. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Das? Das? Let's go! Biege nach rechts ab. Achso, ich brauche ja nicht blinken. Ich möchte bei Amerika bei Eurotruck mich mal mit dem Schwertransport fahren. Oder werde ich mal meinen Anhänger abhängen müssen, ne? Warum fahren die nicht rechts ran? Warum? Oh, Alter.
Warum fährt denn der nicht? Bieg doch links ab. Alter. Erste Schwerlasttransporte. Die reagieren gar nicht, die Leute. Immer geradeaus. Aber wir könnten hier drüber fahren. Die fahren überhaupt nicht weg. Was sind das? Wahnsinn. Die fahren weder nach links, weder nach rechts. Sind das alles Egoisten? Und wir haben eine Polizeibegleitung. Warte mal, 40 Meilen. Ruhe. Demnächst links abbiegen. Nach links ab. Die Warnblinkanlage geht auf die Sache. Ja. Ich hab's ausgemacht. Oh, die geht immer auf den Sack. Immer geradeaus. Müssen wir eigentlich anhaben, aber die macht Krach. Ja, kommt schon. Die Familie wartet auf ihr Fertighaus. Die wartet auf ihr Fertighaus. Die Familie. Komm schon. Ja, stell doch mal nicht vor. Echt jetzt? Da drängelt sich eh noch durch. Na, jetzt kann man noch ein bisschen Platz machen. Hier haben wir noch Seitenstreifen. Da geht's.
Jo. Natürlich wird's dunkel. Ist ja logisch. Müsste ja auch der Verkehr weniger werden, ne? Halt, wir wissen noch einen Seitenstreifen, dass die anderen vorbeikommen. Komm schon. Biege nach links ab. Licht an, oder? Hab ich's ausgemacht? Oh Gottchen, es ist aber dunkel. Hab ich das Licht ausgemacht? Immer geradeaus. Was? Schwerlast ist immer geil. Das würde ich mir mehr wünschen bei EDS. Schwerlasttransporter. Immer geradeaus. Warum fährt der nicht? Hallo, du bist Polizei. Warum fährst du nicht? Hallo? Warum fährt denn der nicht?
eine schöne Fahrt. So, okay. Laden wir ab. Oh, ich fliege in die Luft. Warum? Was war denn das jetzt? Ich habe abgegeben, bin in die Luft geflogen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich gucke mir das noch mal im Video an. Ich bin in die Luft geflogen. Geil. So, ihr Lieben, somit bedanke ich mich. Ich bin in die Luft geflogen. Keine Ahnung warum. So, ihr Lieben, somit bedanke ich mich. Ich muss jetzt feiern. So, ihr Lieben, nochmal. So, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für eure Zusehen. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen euch. Und tschüss. Ich bin in die Luft geflogen. Ehrlich? Wirklich?